errichtet und nachts wird das Ganze beleuchtet, aber man sieht die Tiere in ihrer Dämmerheit oder beziehungsweise in der Nacht. Ne, das ist blablabla. Warte mal, das war gar nichts. Da in Halle. Ja. Hallo, mein Name ist Uwe Wünstel. Ich bin Leiter des Reptiliums in Landau, Deutschlands größter Reptilienzoo. Wir haben unsere Einrichtung vor 17 Jahren eröffnet, am 1. Juli 2004. Das Reptilium teilt sich in mehrere Regionen ein. Wir haben also im Eingangsbereich haben wir unsere Babystation, die momentan Corona-bedingt leider durch die Enge etwas geschlossen ist. Wir haben unsere Terrarienhalle, eine Halle von über 1000 Quadratmetern mit über 50 Terrarien, wo wir vom kleinen Pfeilgiftfrosch bis zum großen Alligator mit 3,5 Meter zeigen. Wir haben ein Nachttierhaus, da zeigen wir unsere nachtaktiven Tiere. Das heißt, für den Besucher ist tagsüber so eine Art Dämmerbeleuchtung eingerichtet und nachts wird das Ganze hell beleuchtet, aber man sieht die Tiere in ihrer aktiven Zeit während der Besucherphase. Im Außenbereich haben wir Terrarien geschaffen mit Hilfe von Schulklassen aus Landau für einheimische Reptilien und Amphibienarten. Das heißt, da kann man zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte, aber auch unsere Waschbären sehen, die sich mittlerweile in Deutschland sehr stark ausbreiten. Wir haben Großterrarien bei uns im Reptilium. Also Großterrarien heißt, das größte hat fast 70 Quadratmeter, also größer wie manch einer seiner Wohnung. Und in unserer Gastronomie bzw. Wüstenhalle haben wir oben offene Terrarien. Da kann man inmitten der Terrarien sitzen, kann was essen oder ein Eis stotzen und die Tiere beobachten.